Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Körperforum. Mein Name ist Karl-Michael Hartig und ich begrüße Sie in einem Werkstattkonzert, was das Wort Werkstatt nun ganz besonders wörtlich nimmt heute. Dieser Abend hat eine lange Vorgeschichte, die ich aber Ihnen ganz kurz erzählen möchte. Nämlich, wie wir als Körperstiftung zu dem Thema Installation und Musik gekommen sind. Vor 5, 6 Jahren kam die Elbphilharmonie mit der Idee auf uns zu, eine Reihe elektronischer Musik als neue Klangfarbe in Hamburg zu etablieren. Am liebsten hier an diesem Ort, wo man gleich nicht nur die Musik, sondern auch die ganze Stadt erleben kann. Also Urbanität im nahesten, besten Sinne. Wir waren damals schon auf der Spur, Musik mit Gedanken, mit Themen zu verbinden, im Sinne der Musikvermittlung, und haben gesagt, ja, das machen wir gerne. Elektronische Musik und Visuals, Videos etc. Sehr viel Technik. Und wir haben gesagt, dazu brauchen wir eine Entsprechung in der Musikvermittlung. Was könnte das sein? Und da haben wir Kontakt aufgenommen zur Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Hamburg, Department Design, Kommunikationsdesign, also Menschen, wenn man so will, die mit Formen sprechen wollen, sage ich mal jetzt ungeschützt in meinen Worten, und haben sie eingeladen, zu den Konzerten jeweils vorne im Foyer eine Installation zu entwickeln zu der Musik oder zu Themen, die in der Musik in Anführungsstrichen verhandelt werden. Rhythmus, Modulation, Spontaneität, Erfindung, Zufall. Und es war ganz erstaunlich, was in diesen vielen Konzerten, es waren über 20 am Ende, an Ideen zur Verbildlichung oder zur Gestaltung von musikalischen Inhalten entstanden sind. Und dann haben wir eine Kooperation mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern begonnen, vor 3 Jahren. Und auch da war die Frage, welche Rolle spielt das Thema Umgang mit Musik, Musik und andere Themen bei einem solchen Festival, was einen ganz anderen Charakter hat natürlich als ein städtisches Umfeld. Und Sie kennen vielleicht das Schloss Ulrichshusen, das liegt etwa eine Dreiviertelstunde südlich von Rostock, mit einer gewaltigen Konzertscheune. Genug Platz also, um auch da eine Installation zu bauen. Und es gab 2 Ausgaben der Festspiele, in denen jeweils innerhalb des Festivals ein kleines Festival stattgefunden hat. Es nannte sich dann immer 360 Grad, also die Idee, einen musikalischen Inhalt von allen Seiten zu beleuchten. Auch das wieder ein ganz räumliches Bild. Und dann haben wir 2 ganz besonders profilierte Designer aus unserem Erfahrungsschatz, aus diesen Jahren mit der Elbphilharmonie, gefragt, ob sie bereit wären, dafür eine Installation zu entwickeln. Das erste Mal zum Thema 360 Grad Streichquartett. Was macht eine solche Gattung, eine solche Kunstform aus? Und das zweite, letzte in diesem Jahr, zum Thema 360 Grad Viola. Und es entstand dann eine Installation in diesem Raum, genauso wie hier, nämlich Installation und Konzertsaal. Beides in einem. Wir haben das mal großspurig das Foyer der Zukunft genannt. Aber wenn ich Sie heute so gesehen habe, wie Sie sich einmal um die Werkstatt geschart haben und um die Installation geschart haben, könnte ich mir vorstellen, dass das Erkenntnisse sind, die man daraus gewinnt, die vielleicht für die Frage, wie wir später Musik begegnen, auch in Räumen, in neuen Räumen, zum Beispiel da drüben, vielleicht eine Rolle spielen sollten. Und der große Erfolg dieses Festivals im Festival und vor allem die vielen, vielen positiven Stimmen in diesem Sommer haben uns bewogen, das zu wiederholen, soweit man das eben wiederholen kann hier in Hamburg. Und ich bin unglaublich glücklich, dass dieser Abend heute so stattfindet, dass wir Ihnen einen Eindruck geben können, was damals passiert ist, beziehungsweise was wir heute wieder neu entdecken können in diesen etwa 1,5 Stunden, wie gesagt, mit einer wirklich wörtlich zu nehmenden Werkstatt. Sie sehen es hier, Sie haben es draußen gesehen. Ich kann Sie nur ermutigen, nachher selber, wenn es geht, Hand anzulegen, weil das bedeutet einfach viel Respekt davor zu haben
Und da wir sowieso alle nicht Viola spielen können und schon gar nicht so perfekt wie Sie, beschränken wir uns vielleicht erstmal aufs Schaben mit dem Hobel. Ich begrüße ganz herzlich Tabea Zimmermann heute Abend. Eine große Ehre, dass Sie bei uns sind und dass Sie mitgebracht haben, drei Studierende aus Ihrer Klasse, sodass wir Sie auch sozusagen im Quartett erleben können, nämlich Sarina Zickgraf, Cindy Mohamed und Cherman Chakulov, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, er lacht, aber das ist schon richtig gewesen. Gut. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Peter Erben aus München eingeflogen, der beinahe vielleicht Mühe gehabt hatte, diese ganzen gefährlichen Dinge, das nämlich als Messer und Hobel und so weiter, durch die Luftsicherung zu bekommen. Nein, hat alles geklappt, ist alles angekommen. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich Elisa Boss und Niklas Söder, die beiden Designer, die einen Ausschnitt aus ihrer Arbeit hier zeigen. Durch den Abend heute führt, wie auch im Sommer schon, Anne Kussmaul. Anne Kussmaul ist Musikerin, selbst am Streichinstrument ausgebildet und hat aber dann den Job im Orchester vor kurzem aufgegeben, mit dem ganz klaren Ziel, sehr viel mehr noch kommunikativ aus der Musik zu machen, nämlich sich der Musikvermittlung selbstständiger Arbeit zu widmen. Das wird sie heute Abend auch tun, sie durch den Abend führen. Sie ist außerdem, sage ich auch nicht ganz ohne Stolz, Mitglied in unserer Masterclass on Music Education, wo wir Musikvermittler, die sich das zutrauen, ausbilden, fördern wollen. Und ich freue mich, dass sie heute Abend hier ist. Liebe Anne Kussmaul, die Bühne gehört Ihnen und Ihnen einen interessanten, aufschlussreichen Abend und natürlich die Gelegenheit, mit allen Protagonisten zu sprechen, vielleicht auch noch mal eine Bratsche in die Hand zu nehmen oder an ihr zu arbeiten oder sie auch durchzureichen. Das können wir gleich beginnen. Wir haben Zeit. Soll ich das mal anfangen? Fangen Sie es an. Ich fange es an. Ich gebe es mal einfach hier vorne hin. Reichen Sie mal das Instrument herum. Ihnen allen einen vergnüglichen Abend. So. Ja, vielen Dank, Herr Hartig, für die nette Einführung und ganz herzlich willkommen an Sie alle, auch von mir. Zu guten anderthalb Stunden habe ich gehört, die ein ganzes Festivalwochenende ersetzen sollen. Das ist eine schöne Aufgabe und Sie haben es schon gehört, ich mache gern Musik, ich höre gern Musik, ich rede sogar gerne über Musik und ich muss sagen, ich finde es immer fantastisch, was passiert, wenn man über Musik redet. Ich weiß nicht, wann waren Sie das letzte Mal in einem Konzert, haben vielleicht in der Konzertpause mit Ihrem Sitznachbarn darüber gesprochen, was Sie gerade gehört haben. Und manchmal passiert es dann, dass man denkt, waren wir wirklich im gleichen Konzert? Welche fantastische Interpretation oder andersrum, welcher daneben gegangene Klang, was hat er gehört, was ich nicht gehört habe? Da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven, Hörperspektiven, so viele, wie hier auch heute in diesem Raum versammelt sind. Bei Goethe kann man dazu lesen, es hört doch jeder nur, was er versteht. Ist das auch so in der Musik? Können wir nur das hören, was wir wissen oder was wir schon verstanden haben? Und wenn ja, welcher Art ist dieses Wissen? Ist es ein intellektuelles Wissen? Ist es etwas Vergleichendes? Ist es etwas Sinnliches oder sogar etwas Übersinnliches? Der Maler August Macke lässt sich folgendermaßen zitieren: Die Sinne sind uns Brücke vom Unfassbaren zum Fassbaren. Das Brückenbauen, das ist ja hier in der Körperstiftung groß geschrieben, zum Beispiel auch mit der Masterclass on Music Education. Wir werden das heute Abend speziell im Bereich der Musik versuchen, und zwar zu schauen, welche Brücken gibt es denn, die Musik, Musiker und Publikum natürlich miteinander verbindet. Und zum Brückenbau bedarf es in der Musik, wie im Straßenbau oder sonst wo, natürlich auch eines Instruments. Dieses Instrument wird für den heutigen Abend die Viola sein. Und das ist nicht ganz Zufall, da werden wir auch drüber sprechen, warum die Viola eine ganz gute Brückenbauerin ist. Mit der Viola speziell als Instrument haben sich zwei Menschen ganz besonders intensiv befasst. Das haben wir gerade schon gehört. Die haben eine Installation entworfen. Ich begrüße ganz herzlich Elisa Bross und Niklas Söder. Hallo. Hallo. Ja, wir haben das eben schon gehört. Ihr seid Designer
Und ihr seid nicht irgendwelche Designer, sondern Kommunikationsdesigner. Ihr habt das hier studiert in Hamburg. Was ist das genau, Kommunikationsdesign? Gute Frage gleich zum Anfang. Wahrscheinlich würde jeder, der das studiert, nicht dieselbe Antwort drauf geben. Für mich ist Kommunikationsdesign, wie es schon im Wort inbegriffen ist, die Kommunikation, also Kommunikation von Informationen durch Gestaltung. So würde ich das runterbrechen. Genau. Und das ist ja nicht nur in der Musik so, sondern ihr könnt natürlich in allen möglichen Bereichen eingesetzt werden. Ihr seid jetzt von der Körperstiftung angesetzt worden auf die Viola, mit der ihr euch wahrscheinlich vorher noch nicht groß befasst habt. Was hat euch besonders an der Viola fasziniert? Also es hat ja damit angefangen, dass die Körperstiftung uns ein weiteres Mal gefragt hat, wie wir schon eben gehört haben, und wir mit dem Bratschenbauer Peter Erben auch in Verbindung getreten sind und ihn besucht haben in München in seiner Werkstatt. Und für mich war so eine ganz große Faszination eigentlich dieses Material, Holz, und irgendwie da schon im Holz, also im Baum, in der Natur quasi das Instrument zu erkennen oder den Klang des Instruments, also dieses Holz, dieses Material an sich eigentlich, was für mich auch neu war. Genau. Eure Installation heißt Vom Wald zum Klang. Man könnte jetzt sagen, also ich bin Geigerin, ich könnte sagen, ja, das ist bei der Geige und beim Cello und beim Kontrabass ist das genauso. Was macht eure Installation jetzt nicht zu einer Streichinstrumenteninstallation, sondern zu einer Viola? Installation? Also ich würde mal sagen, im Endeffekt, es geht inhaltlich um die Viola und Teil der Installation war auch eine Klanginstallation, die wir jetzt im Vorhinein in Teilen gehört haben. Und da hat man halt die Viola gehört, von daher ging es ganz klar um die Viola. In der Ausstellung ging es ganz spezifisch um den Charakter der Viola und was macht den Charakter aus. Und wir haben nicht probiert, eine klare Antwort darauf zu geben, sondern wir haben probiert, die Menschen vielleicht aufzufordern oder zu ermuntern, diese Antwort selber zu finden. Und ich denke, dass durch diesen Weg vom Baum zum Klang am Ende mit der Klanginstallation war schon so spezifisch Viola. Es ging einfach darum, so, ich glaube, man hätte was Ähnliches auch mit einem anderen Instrument machen können, aber es hätte einen völlig anderen Charakter gehabt, es hätte vielleicht andere Themen gegeben, genau. Es ging um den Charakter und den Charakter, der liegt ganz klar in der Herstellung des Instruments, weil dadurch der Klang entsteht. Genau, und der spezielle Viola-Klang auch einfach, ganz genau. Okay, wir haben jetzt viel gesprochen über diese Installation. Wir haben das Glück, dass ein Film darüber gedreht worden ist und den wollen wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Wenn man dem Publikum auch vor Augen und Ohren geführt hat, dass eine Bratsche, bevor sie auf der Bühne vom Künstler zum Klingen gebracht wird, schon in der Werkstatt, ja, schon im Wald selbst ein Klangkörper ist, dann glaube ich, kann man Musik und kann man ein Konzert, kann man Klänge auf der Bratsche ganz anders und nochmal neu erleben. Das Innere des Holzes, das lebendig werden lassen, dessen, was im Holz schlummert tief innen. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Faszination auch dieser Ausstellung.
überhaupt zu erleben, was in Holz steckt. Dass Holz also kein harter, lebloser Gegenstand ist, sondern, wenn es der Geigenbauer befühlt und in die Hände nimmt, ein Gegenstand voller Poesie. Bratsche gewinnt eine Kostbarkeit und einen Reichtum durch das Bewusstmachen und Sichtbarmachen auch der Fortschritte, die dem eigentlichen fertigen Instrument vorausgehen. Peter Erben, der Geigenbauer, hat es uns wunderbar dargestellt, ganz subtil und feinfühlig, wie wichtig für ihn das Holz und auch das Sprechen, die Zwiesprache mit dem Holz ist. Faszinierend an der Installation ist für mich auch, dass das Vertraute plötzlich ganz unvertraut wird und fremdartig wird. Und wenn man sich dann wieder dessen bewusst wird und wieder einen Schritt zurückgeht, gewinnt es plötzlich eine ganz neue Bedeutung und es wird was Eigenes und man hat was begriffen. Ist einfach sehr inspirierend, weil er eigentlich kommentiert, was man gerade zuvor im Konzert gehört hat oder worüber man sich mit anderen Besuchern unterhalten hat. Man hat das Geheimnis nicht entschlüsselt, sondern man ist eingetaucht in das Geheimnis des Bratschenklangs und hat es sozusagen sinnlich erfahren. Wenn man so etwas in einem Raum erfahren kann, zum Beispiel über ein Instrument und wie der Klang aus diesem Instrument entsteht, dann passiert etwas, was sich, ich glaube, in ganz anderen Schichten des Wissens oder des Erkennens niederschlägt. Ja, ganz tolle Eindrücke von den einzelnen Stationen, die ja hier auch aufgebaut sind, die Sie sich auch schon angeschaut und auch schon was ausprobiert haben vielleicht. Im Vorgespräch habt ihr gesagt, bei eurer Installation war ein ganz wichtiger Gedanke, wie ihr diese Geschichte über die Bratsche erzählt. Was ist euch daran so wichtig? Also in erster Linie, ich glaube, das kommt einfach auch durch unser Studium. Wollten wir das aus anderen oder dieses Instrument aus anderen oder neuen Blickwinkeln betrachten und sowohl akustisch als auch visuell als auch haptisch arbeiten, also mit allen Sinnen dieses Instrument irgendwie thematisieren. Ja, und wir wollten eben eine Geschichte erzählen, also vom Wald zum Klang und wollten daraus eine begehbare Geschichte machen. Mhm. Was ist daran so wichtig, dass es begehbar ist? Dass es ein Erlebnis ist für den Besucher, also dass der Besucher nicht nur Wissen erfährt dadurch, dass er etwas liest, sondern dadurch, dass er diese Geschichte erlebt, also wirklich mit allen Sinnen, und das war unser Anliegen, also dieses Wissen zu vermitteln durch ein Erlebnis oder Was hofft ihr, könnt ihr einem Publikum wie hier mitgeben, wenn es erst in einer durch eure Installation gegangen ist und dann ein Konzert erlebt? Also ich glaube, dass einfach der Besucher die das Instrument ganz anders wahrnehmen kann, wenn er sich darauf einlässt. Das ist natürlich, das passiert auch nicht automatisch, also man muss sich auch schon darauf einlassen. Insofern, dass man zum Beispiel
also wenn man den Ursprung des Klangs vielleicht besser versteht, dass man auch den Charakter des Instrumentes besser verstehen kann, was ja im Grunde der Sinn der Installation war oder das Ziel. Genau, also ich glaube... Und dass der Besucher eben dieses Wissen oder dieses, ja, das, was er neu erfahren hat über das Instrument, im Hinterkopf behält und das in jedem Konzert irgendwie vielleicht ja, wieder rauskramt oder irgendwie das, was bewirkt hat einfach. Ja, ihr habt gesagt, es war ein offenes Ende mit dieser Klanginstallation, die wir gerade schon gesehen, gehört haben und im Anschluss auch nochmal können. Das ist ja das Schöne, ein offenes Ende regt dazu an, dass jeder weiterdenkt, auch im Konzert weiterdenkt und über die Jahre weiterdenkt und immer wieder neu. Hat euch das auch angeregt dazu, eure Hörgewohnheiten zu ändern? Hört ihr jetzt anders als vorher? Also ich glaube, wir hören auf jeden Fall mehr Klassik als vorher. So gerne, ja, weil wir uns einfach damit befasst haben und ja, vielleicht, also ja, ich glaube, man hört vielleicht genauer hin, dadurch, dass man sich so intensiv sowohl mit der Musik als auch mit dem Instrumentenbau als auch mit dem Material beschäftigt hat. Genau, im Projekt ging es, also haben wir, glaube ich, sehr viel gehört und sehr genau gehört und haben auch probiert, die verschiedenen Instrumente, die sich vielleicht ähnlicher sind, zu unterscheiden durch das genaue Hören. Und dadurch haben die Instrumente automatisch einen Charakter bekommen und irgendwie, ja, es ist dann halt nicht mehr irgendein Instrument, sondern man kennt dieses Instrument irgendwie. Also man hört dadurch schon anders auf jeden Fall. Vielen Dank. Zwei Menschen, die sich die Viola sogar selbst vermittelt haben. Ganz herzlichen Dank, Niklas. Ja, danke euch. Und Elisa, vielen Dank. Ich werde jetzt gleich drei Bratschistinnen und einen Bratschisten auf die Bühne bitten. Bevor ich das tue, eine kurze Erklärung. Diese Klanginstallation, die Sie eben gehört und gesehen haben, funktioniert hier nicht 1:1 wie im Original. Das hat aufbautechnische Gründe, sondern normalerweise kann man in diesem einen Klang, den Sie gehört haben, herumwandern. Und man kann das Spektrum, das man hört, selbst bestimmen. Das müssen Sie sich so vorstellen wie ein Tontechniker, der mit dem Mikro versucht, den möglichst optimalen Klang einzufangen. Tabea Zimmermann, German Zakulov, Sarina Zikraf und Cindy Mohamed sind so nett, uns einen interaktiven Klang gleich am Anfang zu bitten. Herzlich willkommen an vier Bratschen. Und wir haben auch eben schon gehört, der Niklas hat davon gesprochen, man hört auch die Unterschiede der Instrumente. Das können Sie auch gleich hören. Natürlich klingt nicht jedes Instrument gleich. Und natürlich, selbst wenn jedes Instrument gleich klingen würde, kommt es darauf an, wie man es spielt. Also an Sie die herzliche Einladung. Vielleicht machen Sie sogar die Augen zu. Vielleicht hören Sie dann sogar intensiver. Wir werden jetzt einen sich verändernden Klang hören. Viel Vergnügen. Die Bühne wurde sozusagen eingestimmt, so wie die Instrumente. Sie haben vielleicht einen Eindruck davon bekommen, wie unterschiedlich Klang wirken kann. Und der Klang der Bratsche
ist sicherlich in der Romantik die Erstbesetzung für fantastische Stoffe, für märchenhafte Stoffe. Deswegen hören Sie jetzt ein Quartett, ein Fantasy-Quartett von York Bowen. Viel Vergnügen damit. Thank you.
Ja, vier Bratschen als Erzählerin eines musikalischen, fantastischen Märchens. Unser nächster Gast hat auch Märchenhaftes zu erzählen, obwohl er sich auf den ersten Blick der Bratsche ganz handwerklich nähert. Herzlich willkommen, Peter Erben. Herr Erben, es gibt ja die wildesten Geschichten rund um den Klang eines Instruments, der Bratsche. Sie haben auch einen ganz geheimnisvollen Ort eigentlich, an dem Sie ein Geheimnis gefunden haben, und zwar im Wald bei Vollmond, kurz Neumond. Vor Weihnachten. Neumond, sorry.
Da ist mit mir die Fantasie durchgegangen. Bestimmt schöner bei Vollmond. Ja. Dann wird die Bäume auch besser sehen. Aber Neumond aus dem Grund, weil da der Mond die größte Erdferne auf seiner elliptischen Bahn um die Erde hat. Und damit, was ihr natürlich hier in Hamburg viel mehr sehen könnt, den Einfluss des Mondes auf Ebbe und Flut, hat der Mond auch Einfluss auf den Saftgehalt in den Bäumen. Und darum ist es günstig, man nimmt den Baum, entnimmt den Baum aus dem Wald, wenn er am wenigsten Saft in sich führt. Weil alles, was nicht drin ist, muss man nicht trocknen. Und das sorgt für den besten Saft im Ton, ja? Ja. Sozusagen. Es sind auch in den Flüssigkeiten, die der Baum mitführt, ist Zucker und Mineralien eingelagert, die man auch durchs Trocknen nicht wegbekommt. Also die sind drin, auch wenn das Holz trocken ist. Darum ist es natürlich immer günstiger, man nimmt es, wenn es nicht drin ist. Eine entzaubernde Wahrheit. und es gibt sicherlich ganz viele wissenschaftliche Fakten, die wir heute gar nicht alle gesondert besprechen können. Aber Sie haben mal was ganz Interessantes gesagt. Und zwar alles, was Sie so an Wissen aufsaugen, wandert von Ihnen erst in den Kopf, dann in den Bauch und dann in die Hände. Ja. Was würden Sie sagen bei Ihrer Arbeit? Kann man das gewichten? Was am wichtigsten ist, die Wissenschaft, das Handwerk, die Intuition oder die Erfahrung? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe zwar noch nie versucht, das zu gewichten, aber ich denke, dass es nicht funktioniert, wenn man im Kopf nichts hat und alles im Bauch. Genauso gut kann ich es mir umgekehrt auch nicht vorstellen, wenn man alles im Bauch hat und, oder alles im Kopf und nichts im Bauch geht. Es geht auf alle Fälle nie. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, das muss sich schon ziemlich gut die Waage halten. Wenn man ständig über das nachdenkt, was man macht, glaube ich, kann man es nicht richtig gut machen. Man muss irgendwann auch die Gedanken loslassen und man muss nur noch mit den Händen das machen, was man spürt und empfindet, und ich denke, das ist sehr nah der Musik. Wenn der nur auf die Noten schaut, der Musiker, und immer nur konzentriert, jetzt den Takt und so, das wird nie ein geschlossenes Werk werden, das funktioniert nicht, und bei uns geht es, glaube ich, genauso wenig. Also auch wieder ein ganzheitlicher Ansatz, auch so wie bei Elisas und Niklas, ja, Installation, total. Es geht immer um den ganzen Menschen, um das ganze Gehör sozusagen, aber wo fängt es denn an, dass Sie den ersten Ton tatsächlich eines werdenden Instrumentes herausbekommen? Also wir waren ja schon im Wald und viele glauben diese Geschichten natürlich nicht, man muss sie auch nicht unbedingt glauben, aber man klopft mit einem Baseballschlägerartigen Stück Holz an die Bäume und hört das erste Mal den Baum klingen. Es gibt, und man schreitet von einem zum anderen und denkt sich, der war besser wie der, warum war er besser wie der? Also das kann man immer relativ schwierig feststellen. Und ich habe heute schon irgendwann mal erzählt, dass es einfach das Problem ist, man eignet sich ein Wissen an, das braucht man so lange, bis man genügend Holz im Schuppen hat. Und wenn der Schuppen voll ist, dann ist dieses Wissen, geht dann auf eine andere Ebene über, auf die Verarbeitung. Wie lagere ich das? Und so gibt sich immer das eine in das nächste. Also ich renne jetzt nicht mehr durch den Wald, leider, es ist sehr schön gewesen, aber das ist ein Wissen, das ich jetzt nicht mehr anwende. Und ich bin jetzt gebeten worden, junge Menschen durch den Wald zu führen und diesen wieder zu zeigen, was man mit dem Wissen anstellen kann. Aber für mich selber leider nicht mehr. Das würde auch den Rahmen der heutigen Veranstaltung tatsächlich sprengen. Aber Sie haben uns zwei Hölzer mitgebracht, an denen man auch schon klopfen kann. Das haben vielleicht einige von Ihnen eben auch gemacht. Vorne waren zwei Hölzer ausgestellt, das sind jetzt zwei andere. An den beiden vorne waren zwei schwarze Punkte markiert. Diese Punkte sind Schwingungsnotenpunkte, die hat eigentlich jedes Material. Und zwar immer auf dem Fünftel der Längs- und auf dem Fünftel der Querrichtung ist ein Schwingungsnotenpunkt. Das heißt, da schwingt es eigentlich nicht. Und wenn man es an dieser Stelle festhält und dran klopft, ist die Klangabstrahlung die allerbeste, die man haben kann. Und so kann man Hölzer ziemlich gut beurteilen. Man nimmt es an der bestimmten Stelle, klopft dran und hört dann, was passiert. Wie ist der Klang, wie löst er sich, wie hell ist er, was spüre ich, was empfinde ich. Und das kann ich jetzt mal versuchen, hier zu demonstrieren. Soll ich mal? Und ich würde sagen, da wir zwei Hölzer haben,
Versuchen wir das mit zwei Versuchspersonen hier aus dem Publikum, die das vielleicht eben noch nicht gemacht haben. Wer möchte mal eben ausprobieren? Ganz schnell. Es geht nichts kaputt. Und Sie können auch gar nichts falsch also, machen. Bei Ihnen wird alles erklärt. Trauen Sie sich. Ja, kommen Sie einfach nach vorne. Der Herr im roten Pulli und noch jemand Zweites dahin. Ist besser, wir machen es mit einem. Mit oder einem? Mit, der, okay. Ja, mit einem Herrn und dann vielleicht mit einer. Aber am besten geht es, wenn man, es geht auch mit der Hand, indem man, also ein Fünftel der Länge ist ungefähr da, ein Fünftel der Breite ungefähr da. Und jetzt müssen wir so ein bisschen suchen und dann klopfen Sie mit dem Finger. Und es geht besser, wenn Sie das Stück, wenn Sie das Stück nehmen, zum unten dran klopfen. Das hier? Ja, so eine Kante. Nehmen Sie die Spitze. Das funktioniert mit allem, was schwingt. Das ist lustig. Und wenn Sie, wenn Sie rausgehen aus dem Fünftel, dann sind Sie in der Fläche, die schwingt, und dann geht es nicht. Also Sie müssen ja genau, dann funktioniert es nicht. Klingen beide Hölzer klingen ja jetzt auch unterschiedlich. Ah, das sind Zwillinge. Ich nehme an, dass sie ziemlich nah beieinander liegen. Weil können wir das mal ausprobieren, mal den einen und den anderen vergleichend? Ja. Mathematiker. Ja. Okay. Und das, die beiden Teile, die waren ein Leben lang vereint und so eng aneinander und die klappen dann so auf. Und dann sind sie eine Decke. Sie bleiben also vereint, zuerst auf der Fläche und dann auf der Kante. Sehr romantisch. Das war's, ne? Vielen Dank. Und jetzt, wenn ich das andere nehme, klingt es wahrscheinlich sehr ähnlich wie das. Aber wenn ich dann ins Holzlager gehe, dann mache ich das 40 Mal, 50 Mal hintereinander. Ich nehme immer eins und such, ich habe zuerst meistens den Boden mir ausgesucht und suche zu dem Boden die Decke. Das heißt also, ich habe eine Vorstellung, wie mein Boden aussieht, wie mein Boden funktioniert. Und da ich viel mehr Decken habe als Böden, suche ich nachher die passende Decke zu dem Boden dazu. Es ist so ein bisschen, ja. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Ich klopfe an allen, was, was ich finden kann. Wir können ja mal nachher das Foyer erobern. Ja. Eine Frage ist noch, wenn Sie Decke und so zueinander gepasst haben, dann muss das Ganze in eine Form. Das heißt, Sie haben eine Vorlage. Ja. Und um die Form der Bratsche, beziehungsweise die Größe, die Länge der Bratsche, ist ja immer viel gestritten worden, wird auch immer noch, das kann man hier auch sehen, dort sind Formen verschiedenster Ansätze, die Bratsche zu verändern. Woran liegt das, dass immer wieder an der Form, an der Länge herum experimentiert wurde? Das ist bei der Geige nicht so. Nein, an der Geige ist eigentlich viel einfacher, aber die Bratsche hat körperliche, stellt an den Spieler körperliche Ansprüche, die aufgrund seiner Armlänge und Körpergröße manchmal nicht zu erfüllen sind. Die Größe der Bratsche ist auch, hat ein bisschen, je größer die Bratsche, umso mehr Volumen hat sie. Jetzt will man natürlich, wenn man da vorne nicht mehr greifen kann, will man mit dem kurzen Arm genauso viel Volumen haben, wie der da vorne spielt. Und dann kommt natürlich die Überlegung, was mache ich jetzt? Mache ich sie breiter, mache ich sie unten breiter, mache ich sie höher, mache ich da was rein, damit der Bratsche wieder spielen kann? Und dadurch entstehen natürlich viel, viel mehr Ideen für die Bratsche als für den Geiger, weil der nimmt die Geige unter die Hand und das Kinn und fertig. Genau, und der Unterschied, der entscheidende zwischen Geige und Bratsche ist einfach, dass die Bratsche die C-Seite hat, die eigentlich mehr Länge bräuchte, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, um optimal zu klingen. Es ist ein bisschen, wie bei allen, ein bisschen schwieriger, weil heute ist es so, dass man, die Saitenhersteller sich auf eine Art von Saite geeinigt haben, die am besten funktioniert bei einer schwingenden Saitenlänge von 37 cm. Mhm. Und jetzt früher hat jeder Geigenbauer seine Saiten selber gemacht und was da rauskam, war auch nochmal ein riesiges Spektrum, viel größer als das heutige ist. Und heute funktioniert eine Saite nicht, wenn sie 38 cm schwingende Saitenlänge hat. Das,
funktioniert die Saite nicht mehr gut, nicht mehr optimal. Das heißt also, alle versuchen jetzt mit Gewalt ihre Bratschen, ob die jetzt 42, 38 sind, die Kleinen müssen gestreckt werden, die Großen müssen zusammenpresst werden, nur damit sie auf 37 Zentimeter kommen. Das ist leider ein bisschen schade, aber so ist es. Ja, ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, ja. die Normisierungswut. Ja. Insofern zeichnet das tatsächlich die Bratsche aus, dass andere Instrumente damit nicht so zu kämpfen haben. Und hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es dieser besondere Klang ist? Ja, ich denke, die Bratsche hat immer noch das größte Spektrum an Klangunterschiedlichkeiten. Mhm. Also ein Cello ist viel normierter oder eine Geige ist normierter von der Vorstellung, die ja die Musiker haben, als bei einer Bratsche. Mhm. Das ist das einzige Instrument, wo man noch ein bisschen Freiheit hat. es ist so. Sie bauen vornehmlich Bratschen? Ja, sagen wir mal am liebsten. Am liebsten. Am liebsten, ja. Wunderbar. Ja, ja. Wenn man mal sagt, nicht Normiertheit oder die Norm, sondern vielleicht ist es auch der Charme des Unperfekten, des ganz Individuellen. Naja. Auf das Pferd möchte ich jetzt nicht aufsteigen. Okay, wunderbar. Dann lösen wir dieses Pferd einfach vom Saum, indem wir wieder Musik hören. Gut. Vielen Dank, Herr Erben. Wir sehen Sie gleich nochmal für den ersten Einblick. Vielen Dank. Ich habe jetzt Unperfektheit gesagt. Das ist dem geschuldet. Ich bin Geigerin. Ich komme aus der Rolle nicht raus. Aber ich mag die Bratschen sehr. Der Klang der Bratsche ist ganz besonders. Das ist eine ganz klare Sache. Und das werden wir jetzt exemplarisch hören. Eine Bratsche, oh Gott. Eine Bratsche solo, mit einer ganz besonderen Bratschistin, wie ich finde. Es ist also ein ganz besonderes Paar mit einem Stück von Max Reger. Oder zwei Sätzen von Max Reger, wo man, wie ich finde, eben dieses große Klangspektrum der Bratsche schon gleich zu Beginn hört. Sie hören aus Max Regers Solo-Suite Opus 131 den ersten und vierten Satz mit Tabea Zimmermann. Viel Vergnügen. Thank you.
Das klingt nach einem ganz, ganz harmonischen Paar. Wie lange seid ihr schon ein Paar, du und deine Bratsche? Meine Bratsche und ich, ja, wir kennen uns seit 1983. Ja. Es ist ein modernes Instrument, ist 1980 gebaut worden und ich habe es bei einem Wettbewerb als Preis bekommen. Ah, das ist so fast wie eine Partnervermittlung, könnte man sagen. Okay, war es denn dann auch tatsächlich lieber auf den ersten Ton oder musstet ihr euch erst aneinander gewöhnen? Ich würde sagen, Liebe auf den zweiten Blick. Aha. Ja, das hält manchmal länger. Ja. Ich muss dazu auch sagen, dass ich damals, da war ich noch 16 und hatte mein Instrument aus der Pubertät, das war noch mitgewachsen, war eine ganz kleine Bratsche, 37 Zentimeter und mir schien diese 41,5 damals unspielbar groß. Ich wollte die gar nicht haben, so eine neue Bratsche und die irgendjemand für mich ausgesucht hat sozusagen. Und dann habe ich sie erstmal in der Ecke liegen lassen. Mhm. Und dann kam die erste Einladung, Bartok-Konzert mit Orchester zu spielen. Mhm. Und da ging die kleine Jugendbratsche, die ging da nicht mehr. Und dann habe ich lange überlegt, aber das war wirklich die allerletzte Wahl sozusagen. Ich habe alles überlegt, Stiftungen, mein Lehrer, das Land Baden-Württemberg, Geigenbauer, alles wurde ausprobiert und als letzte Möglichkeit kam dann, warum eigentlich nicht die Waterloo-Bratsche vom Wettbewerb mal genauer anschauen. Okay. Und seither habe ich sie nicht mehr aus der Hand gegeben. Ich muss mal eben einen Knopf drücken, um was vorzubereiten. Du hast eben schon gesagt, Geigenbauer, also wenn man so lange ein Instrument hat, passiert es gezwungenermaßen, dass man öfter beim Geigenbauer oder Bratschenbauer, wie auch immer, landet. Was meinst du, wie viele Stunden hast du schon so zugebracht beim Geigenbauer? Sehr wenig, ehrlich sehr gesagt. Sehr wenig? Okay. Sehr wenig. Also ich gehöre zu den Musikern, die aufs Material nicht, also ich habe da keine Neurosen, ich spiele mit der Bratsche ganzjährig. Erst wenn gar nichts mehr geht, gehe ich zum Geigenbauer. Okay, wann geht denn gar nichts mehr? Wann geht denn gar nichts mehr? Bestimmte Witterungsumschwünge können, aber vielleicht einmal im Jahr. Also okay. Und was wurde dann gemacht bei bestimmten Witterungsumschwüngen? Also, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben, aber ich mache es mal kurz. Ich mache es doch mal kurz. Am Anfang, als ich das Instrument bekam, war der Klang nicht so wie jetzt. Mhm. Denn ich hatte damals einen Lieblingsgeigenbauer, bei dem war ich öfter, dem habe ich das Instrument auch gezeigt und der sagte, pass auf, ich weiß, wie du spielst, ich weiß, wie Waterloo die Bratschen baut und ich glaube, ich kann den Klang doch sozusagen auf dein Spiel tunen, also einfach dann doch verändern. Und er hat mir einen, also alle beweglichen Teile neu eingebaut. Bassbalken, Stimmstock, Steg ist ein eigenes Klangkonzept, was nicht dem von dem Geigenbauer Waterloo unbedingt entspricht. Aber Waterloo war, glaube ich, trotzdem immer ganz froh, die Bratsche zu hören. Und du hast eben gesagt, du hattest einen oder hast sicherlich auch einen Lieblingsgeigenbauer, Bratschenbauer. Den wechselt man nicht so holladihopp, oder? Ja, aber ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Berlin und habe dort noch keinen Lieblingsatelier für mich ausgesucht. Also ich bin wirklich extrem pflegeleicht, was das betrifft. Also gut. Da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Das ist in Ordnung. Ganz ja, wenn man so spielt, wenn man so spielt, dann hat man das ja auch vielleicht nicht so nötig. Okay. Aber das Instrument ist auch insofern sehr pflegeleicht, weil es ist sehr gleichmäßig und eigentlich stabil in einer Weise, dass es relativ wenig auf die Witterungsumschwünge reagiert. Und ich glaube tatsächlich, dass der Klang zuerst im Kopf ist, natürlich zuerst im Kopf des Geigenbauers, im Kopf der Komponisten, was sie in die Partituren schreiben und dann im Kopf von uns Interpreten. Wir müssen das versuchen, uns klarzumachen, wie es klingen soll und dann findet man auch den Ton. Da kommen wir gleich nochmal hin. Jetzt geht es darum, was du eben schon gesagt hast, die Bratsche hatte nicht den Klang, den sie jetzt hat und mit welchem ganz kleinen Stückchen Holz man das verändern kann. Dafür bitte ich nochmal Peter Erben auf die Bühne, um das nämlich zu zeigen. Das Verhältnis Geigenbauer
Instrumentalist ist ganz oft ein ganz spezielles. Können wir einen ganzen Abend drüber gestalten. Ja, okay. Und im zweiten auch noch, das ist kein Problem. Ja. Aber es ist wirklich, es gibt in den Augen der Geigenbauer ganz pflegeleichte Musiker und ganz komplizierte. Und das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Feld, aber ich mag die Unkomplizierten auch lieber. Okay, aber die schwierigen Persönlichkeiten, die beziehen sich ja nicht unbedingt nur auf die Instrumentalisten, sondern auch manchmal auf die Instrumente. Da gibt es ja auch welche, ja, mit denen muss man ein bisschen mal aber ich nachstellen. Glaub, meine persönliche Meinung ist, dass genau dasselbe, was das Instrument empfindet, empfindet der Musiker auch. Es reagiert auf Luftdruckveränderungen oder auf Feuchtigkeitsveränderungen. Das Problem ist, das Musikinstrument, wenn man in Ruhe lässt, dann ist es schneller wieder da, als wenn man es verändert. Weil in dem Augenblick, wo ich es verändere, ändert sich der Luftdruck und es wäre eigentlich wieder da, wo es vorher war, aber jetzt ist es nicht mehr da und kommt auch nie mehr dahin. Also man macht den Musiker eigentlich eher verrückt, wenn man in so einer Situation in sein Instrument eingreift. Ich mache das nicht gern. Okay, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. War ganz einfach, oder? Und ich würde sagen, aber mit welcher kleinen Veränderung man sehr viel erreichen kann und mit einem Hölzchen, das können Sie vielleicht mal hochhalten, das heißt offiziell Stimmstock, wir sagen eigentlich Stimme, oder? Ja, das ist die Stimme. Und mit dieser Stimme kann man tatsächlich dem Instrument zu seiner Sprache verhelfen. Also ohne den Stäbchen funktioniert es nicht. Genau. Oder fast nicht. Also es geht, aber es geht nicht. Das heißt, ich habe hier drei mitgebracht. Wir können die jetzt mal kurz anhören, wenn wir versuchen, ganz leise zu sein. Die sind ziemlich ähnlich. Also sie sind ein bisschen unterschiedlich. Ich habe das bewusst ausgesucht. Jetzt, wenn wir mal versuchen, ganz leise zu sein. Ich schmeiße die mal der Reihe nach da auf das. Das ist nicht so ein. Vielleicht probiere ich es mal kurz da. Mikro. Sollen wir nochmal mit Mikro holen? Also, ich glaube, dass jeder wahrnehmen kann, dass sie unterschiedlich klingen. Jetzt kommt ein Musiker und sagt: Mein Instrument geht nicht mehr, ich brauche eine neue Stimme. Ja, jetzt stehe ich schon da, drei so Stöckchen in der Hand. Welches soll ich jetzt da reinbauen, damit das anschließend wieder funktioniert? Also da geht die ganze, das ganze das Vergnügen geht damit schon an. Mhm. Und das ist ja immer nicht so ganz einfach. Es ist nicht nur das Material allein. Ja, ach so, ich bin schon der Sache wieder voraus. Schön da bleiben. Ich bin der Sache schon voraus. Sondern das muss ja jetzt auch ins Instrument. Das heißt, es wird aufgespießt, auf die Länge abgeschnitten und dann in das Instrument reingestellt. Dann kommt es darauf an, mit wie viel Spannung ich das zwischen Boden und Decke klemme. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann ist noch die Platzierung wichtig, an der das Ganze steht. Also das ist eine große Übungssache und auch Intuition. Das ist so ein Bauchgefühl auch. Man misst den Platz aus und schaut an. Das ist die Regel und von da ab suchen wir dann gemeinsam mit dem Musiker die richtige Position. Genau. Und jetzt machen wir mal, jetzt machen wir es mal genau umgekehrt. Jetzt haben wir eine gute Position und die machen wir jetzt kaputt. wir nehmen aber nicht leider. wir nehmen leider nicht Ihr Instrument, sondern ich habe noch ein Instrument mitgebracht. Ich halte es für ein gutes Schülerinstrument und da können wir das mal ausprobieren. Und ich verspreche, es wird auch nichts passieren. Also, okay, dann hören wir jetzt erstmal im Originalzustand. Einfach mal so ein bisschen. Thank you.
So, und der Herr Erben hat etwas ganz Tolles mitgebracht, was er auch manchmal in der Werkstatt benutzt, richtig? Ja, also ich habe Ihnen jetzt mal eine Kamera mitgebracht. Mit der können wir jetzt mal in das Instrument hineinschauen. Ich muss erst mal hinein und eine Lampe an. Moment. So ein bisschen nervös bin ich doch. Also, aber es wird schon klappen. Moment. Kabel. So, jetzt schauen wir mal auf. Batterie. Ah, es ist schon Licht. Schauen Sie mal kurz nicht auf die Leinwand, sonst wird Ihnen vielleicht schwindelig, weil das ist so eine ganz kleine Kamera. Man sollte vielleicht noch sagen, dass in anderen Ländern die Stimme, der Stimmstock auch Seele heißt. Das heißt, wir machen jetzt einen Seeleneingriff. Gucken mal. Geigenbauer können steht. Ganz was Tolles machen, die können nämlich Seelenwanderung machen. Hier sehen Sie jetzt das Loch, in dem der Stimmstocksetzer, also die Stimme aufgespießt wird, um den Stimmstock in die Bratsche zu stellen. Jetzt schauen wir nach oben. Das, was man jetzt sieht, ist der Bassbalken im Instrument. Und jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da rüber kommen. Jetzt sehen wir gleich, hoffe ich. Vielleicht sagen wir nochmal, der Bassbalken ist dazu da, um was genau zu tun? Können Sie besser erklären? Ich ziehe gerade noch einen Moment, okay. Dann erkläre ich das. Wo muss ich denn jetzt ein bisschen weiter raus? Jetzt haben wir ihn. Okay. So steht der Bassbalken an der Decke. Also er sollte, sehen Sie das ein bisschen besser als ich? Muss ich, glaube ich, ein bisschen weg. Vielleicht versuche ich es mal am Boden, da kann ich nämlich hinschauen. Alle, die lachen, die dürfen es jetzt probieren. Jetzt sehen Sie, jetzt. Wunderbar. Also der passt sehr gut, ja. Der liegt. Worauf sollten wir da achten? Dass die Fuge, also diese Linie zwischen dem Stimmstock und der Decke möglichst geschlossen ist und da also keine Luftlöcher drin sind. Hier an dem kleinen Pfeil, sehen Sie das da? Ja. Da liegt er an und da würde ich sagen, ist es ein bisschen dunkel. Hier könnte man vermuten, dass da ein bisschen ein kleiner Spalt ist. Und hier rüber, wenn man es da jetzt oben an der Decke, da würde es jetzt sehr gut passen. Und jetzt versuche ich mal mit einem Stimmsetzer, das ist das Gerät, mit dem man normalerweise die Stimmstöcke aufstellt, mit dem schiebe ich jetzt den Stimmstock mal ein bisschen in eine Position, die nicht gut ist, ja? Das tut schon weh in den Ohren, oder, Tabea? Man würde normalerweise das Instrument auch ein bisschen abspannen. Aber das sparen wir uns jetzt mal ausnahmsweise. Ja. Spielt sich für dich? Also einfach, ich kann gar keinen Druck drauf geben, es ist keine Spannung da. Ja. Es ist halb so viel Klang aus meinem. Ist der Fokus ist total weg. Ja. Wollen wir jetzt mal noch mal kurz reinschauen, ob es jetzt noch anliegt oder sparen wir uns das und wir schmeißen es einfach um. Ja. Wir schmeißen es um, oder? Gut. Ich bin auch immer für Tatsachen, das ist. Das Umschmeißen habe ich noch nie erlebt. Das ist für mich heute auch ein neues Erlebnis. Habe ich ein bisschen Angst davor gehabt. Das war's.
Ich finde, der Stimmstock war mit sehr viel Spannung drin. Ich habe den auch nicht reingemacht. Er fand ihn sehr straff drin. Also so. So. Ja. Also Sie sehen, es funktioniert nicht. Also dafür ist dieses kleine Stäbchen und die Position verantwortlich. Und die Spannung. Ja, okay, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick. Manchmal, wenn der Stimmstock ganz locker drin steht, vom Geigenbauer locker reingestellt oder über die Zeit locker geworden und Sie wechseln die Saiten und der Stimmstock fällt um, bitte spannen Sie das Instrument sofort ab. Sie haben gemerkt, es geht also wirklich um Halbton runter, der Decke wird nach innen gedrückt, dadurch verliert es an Spannung und das ist sehr ungünstig für das Instrument. Also ich stimme es jetzt sofort runter und stelle den Stimmstock nachher wieder auf und dann ist die Sache wieder erledigt. Aber falls jemand das irgendwann passieren sollte, sofort abspannen. Vielen Dank. Gern geschehen. Herr Erben, herzlichen Dank. Ja, ein Instrument ohne Seele zu spielen, das ist unschön. Und wir haben ja Glück gehabt, dass wir ein Testinstrument da hatten. Insofern kann Tabea jetzt ein Stück spielen, wo man, glaube ich, sagen kann, dass es ganz gut die Seele der Bratsche in Töne gesetzt hat. Und das ist sicherlich kein Zufall, weil der Komponist Paul Hindemith selbst leidenschaftlicher Bratschist war. Und ich hoffe, es ist jetzt für dich nicht so schwierig, auf deine Bratsche umzusteigen und mit voller Seele zu spielen, so wie du es wahrscheinlich immer tust. Okay, viel Vergnügen mit Tabea Zimmermann, Paul Hindemiths Solosonate Opus 25 Nummer 1, der erste, zweite, vierte und fünfte Satz. Thank you.
Thank you.
ich glaube, wir sind uns alle einig, mit Seele ist schöner. Tabea hat es eben schon angedeutet, wir haben schon darüber gesprochen, wann entsteht ein Klang. Das haben wir eben aus der Sicht des Bratschenbauers gehört. Und das ist ja das Tolle, dass es diese vielen verschiedenen Perspektiven gibt von Ihnen als Publikum. Wie kommt der Klang bei mir an? Wann kommt er an? Wie entsteht er in der Bratsche? Und dann ist natürlich ganz entscheidend, wann und wie entsteht der Klang beim Spielen? Wann ist gesetzt, wie der nächste Ton klingen wird? Kommt ein bisschen aufs Tempo der Musik an. Ja. Also, ich meinte auch nicht doch, zeitlich, also, sondern so vom Ablauf. Ja, aber der Vorlauf ist eben das Wichtige. Und da ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt ein langsames Stück spiele und mich von einem Takt zum nächsten auf die Klänge einstelle oder wie bei dem vierten Satz, da kann man nicht mehr viel nachdenken. Ist das ein Vorteil, wenn man nicht mehr viel nachdenken kann? Das übt man, also da ist einer der wenigen Sätze von meinem Lehrer Koch aus Freiburg, an den ich mich erinnere, 9-mal langsam, 1-mal schnell. Also da ist sehr viel, muss ganz genau untersucht werden und unheimlich langsam eingearbeitet werden, aber im entsprechenden Moment kann ich nicht überlegen, ob ich jetzt auf die G- oder D- oder A-Seite gehen muss. Das ist im Arm gespeichert. Muss. Das ist die Motorik. Ja. Genau, die aber dieses ja. Stück, also es ist zwar schwer, aus einer Bratsche schnelle, kurze, laute Töne herauszubringen. Das ist schon schwer. Warum aber, ist das schwer? Naja, also die Bratschenwitze und ihre Behäbigkeit, die ihr unterstellt wird, da ist es bestimmt also ein bisschen. Also ich wollte diesen Abend tatsächlich ohne Bratschenwitze gestalten. Das jetzt ausgerechnet eine Bratschistin das macht. Aber okay, ja. Aber ja, im Vergleich zur Geige, sage ich jetzt mal einfach, warum ist es schwieriger auf der Bratsche? Es ist einfach mehr Masse, die bewegt werden muss, also im Holz und auf der Seite. In der Distanz vom Körper, Finger, Druck der Seite, das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die es mühsamer machen. Und das heißt, wenn Sie eine Bratsche laut und kurz und schnell hören, dann können Sie davon ausgehen, dass das tatsächlich schwer ist. Aber ich wollte sagen, dieser bestimmte Satz ist nicht so schwer wie viele andere, die mit einer ähnlichen Technik vielleicht arbeiten, weil dieses wiederholte C, das ist natürlich enorm effektiv. Und ich muss eine ganz kleine Anekdote an dieser Stelle einschieben, als Ligeti seine Solosonate schrieb für mich und wir ab und zu gesprochen haben, was kommt als nächstes, wie geht's weiter, und dann kam er eines Tages und sagte, ich habe eine Idee für einen Presto, aber ich kann es nicht schreiben, Hindemith hat es schon geschrieben. Ja, wann und, entsteht die Idee zur Komposition? Und dann hat er einen vierten Satz komponiert, der 10-mal schwerer, also furchtbar schwer, weil jeder Ton ist ganz woanders auf dem Instrument. Also es sind Riesensprünge und möglichst noch schneller als das. Also hier steht drüber Viertel, circa 800. Also sind dann auch alles Viertel und die berühmte Spielanweisung, Tonschönheit ist Nebensache. Ja, aber sie ist durchaus auch erwünscht, wenn es dabei herauskommt. Diese Spieltechnik, die beschäftigt einen ja unheimlich viel als Instrumentalist. Würdest du sagen, die Basis dafür ist eine richtig gute Wahrnehmung und eine Körperlichkeit auch auf jeden Fall dabei? Auf jeden Fall. Und die Frage ist, was führt zu was? Also ja. Man kann nur jedem Kind wünschen, dass es früh mit Musik in Berührung kommt und dann werden die Sinne genauso dabei geschärft, wie das Musizieren dabei gefördert wird. Und ich glaube, dass jeder Musiker das aus eigener Erfahrung sagen kann, was spürbar im Gehirn passiert. Wenn man musiziert, stellt sich alles auf ganz andere Wellen ein als ohne Musik. Also da bin ich ganz überzeugt davon, dass beim Musizieren Dinge miteinander verschaltet sind, alle Sinne wirklich zusammenkommen und eine Wachheit und Wahrnehmung der Schwingungen. Also
Also eine Ganzheitlichkeit auch hier wieder absolut gegeben. Wenn du jetzt so spielst wie in einem Raum hier, vorhin bei der Probe hast du gesagt, ah, mit dem Licht, das ist ja jetzt auf jeden Fall noch schöner. Wenn du spielst und du bist so richtig drin, wie man sagt, wie viel kannst du wahrnehmen hier vom Publikum, was vom Publikum kommt oder was in der Luft passiert, wie die Luft ist? Also kannst du deine Sinne auch noch nach außen lenken oder bist du komplett in deiner Klangwelt drin? Also ohne Publikum geht gar nicht. Das ist ganz klar, dass wir Musiker sie natürlich unbedingt brauchen und auch wahrnehmen. Es ist aber in jedem Raum anders. Ich finde, dieser Raum ist nicht, sagen wir mal, nicht unbedingt einfach. Und zum Beispiel Geräusche wie von dem Beamer, Lüftung und so weiter, das nehme ich schon auch wahr. Das macht es ein ganz klein bisschen schwerer, als wenn es jetzt eine Klangmuschel wäre oder etwas, wo man weiß, es ist für Musik gebaut. Also das merkt man natürlich doch. Deshalb ja, brauchen wir ja auch noch ein paar Konzertsäle. Aber es ist auf jeden Fall nehme ich sie wahr. Und das ist, glaube ich, das Futter für den Musiker, ist das Hören des Publikums. Die Bratsche ist ja besetzungstechnisch gesehen sowieso in einer Vermittlerrolle immer. Ja, also sie ist zwischen oben, hohen Tönen von der Geige und tiefen Tönen Cello, Bass. Ich habe gelesen, in verschiedenen Interviews hast du gesagt, wenn du nicht Bratschistin wärst, sondern zum Beispiel zur Geige gegriffen hättest, könntest du dir vorstellen, du wärst nicht so breit aufgestellt. Also du wärst vielleicht vorrangig solistisch, du bist jetzt auch sehr viel solistisch unterwegs. Aber du bist natürlich auch Lehrerin, du bist ganz stark in der Kammermusik, du bist unheimlich aufgeschlossen der neuen Musik gegenüber. Das kann man nicht unbedingt von allen großen Solisten, zum Beispiel auf der Geige, behaupten. Würdest du sagen, als Bratschist kommt man sowieso in eine Vermittlerrolle? Ja, ich glaube, wenn man mit der Bratsche anfängt, wie das jetzt bei mir der Fall war, dann ist das mit der Kammermusik von Anfang an Teil der Ausbildung und eben auch der wunderbaren Erfahrung, dass Musik immer Kontakt mit anderen bedeutet. Also ich würde keinem Kind empfehlen, mit Bratsche anzufangen, wenn es keine Möglichkeiten für Kammermusik hätte. Also Bratsche, dann ist schon besser, man fängt mit der Geige an und kommt später zur Kammermusik als Leidenschaft einfach dann die Bratsche da zu finden. Aber bei mir war es eben andersrum. Ich habe mit der Bratsche angefangen, weil meine älteren Geschwister schon andere Instrumente besetzt hatten. Geige, Cello und Klavier war schon vergeben. Du bist also total kammermusikalisch aufgewachsen. Meinst du, dass das ein besonderes Hören heranzieht? Ist das nochmal anders, als wenn man immer im Kämmerlein, im stillen Kämmerlein allein übt? Musik still im Kämmerlein macht überhaupt gar keinen Sinn, finde ich. Also das ist dann natürlich, ich sitze zu Hause auch sehr gerne still in meinem Kämmerlein am Klavier und spiele, aber dann habe ich schon mal die Möglichkeit, mehrere Stimmen zu spielen. Bratsche aus Vergnügen, einstimmig, würde ich jetzt nicht als Hobby bezeichnen. Das ist ja, wie schön, dass wir da nochmal deine zwei Studentinnen und einen Studenten von dir auf die Bühne dazu nehmen können. Wir hören nämlich zum Abschluss jetzt nochmal ein Stück für vier Bratschen. Herzlich willkommen an euch. Vielen Dank. Bitte. Wir werden gleich ein Stück hören von Garth Knox, auch wieder ein bratschender Komponist. Der hat ein Variationsthema umgeschrieben von einem Barockkomponisten, glaube ich. Hallo? Ja. Die Musik werden Sie kennen, das sind die Folie d'Espagne. Sie werden die Musik sofort erkennen. Und das Verrückte bei diesem Stück ist, dass die Variationen für vier Bratschen eben moderne Spieltechniken auf die alte Musik draufgesetzt haben. Und das ist einfach sehr spannend. Also der Garth Knox, das ist ein Kollege, der sehr viel neue Musik gespielt hat. Und er hat eigentlich als Studienzweck für seine Studenten überlegt, wie er denn neue Spieltechniken an den Mann oder an die Frau bringt. Und er hat also diese Variationen von Marin Marais genommen, auf die Bratsche übertragen, und es sind sehr viele unterschiedliche Spielweisen, die wir Ihnen jetzt hier auch groß ohne Erklärung, also ich glaube, Sie können es
Eine Frage noch. Ja. Regt das, wenn man diese neuen, also sie sind ja vielleicht gar nicht immer so neu noch, aber diese Spieltechniken anwendet, hat das einen besonderen Effekt auf, ja, auf die Sinne, wenn man spielt? Also regt das die Sinne nochmal anders an, als wenn man normal spielt, sage ich mal? Die Frage würde ich nachher gerne ins Publikum geben. Genau, beim Publikum, aber bei euch auch. Also ich habe eben vorhin reingeworfen, jeder soll mal irgendwie vielleicht sich eine Lieblingsvariation raussuchen mit einer Spieltechnik. Vielleicht, Sarina, kannst du sagen, was deine Lieblingsspieltechnik ist und vielleicht was für dich beim Spielen anders ist, also herausgefordert durch diese eine Spieltechnik? Also ich habe es vorher schon gesagt, meine Lieblingsvariation ist eigentlich die Variation mit den Vierteltönen, weil wir hier bei uns in unserer Musik, also zumindest so wie ich aufgewachsen bin, Vierteltöne so nicht unbedingt also kennen oder die gewohnt sind. Und es dadurch, so am Anfang denkt man immer, oh, das ist so ein bisschen, falsch ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber ungewohnt und was Neues, und dadurch hört man ganz anders hin. Man traut manchmal seinen eigenen Sinn wahrscheinlich nicht, weil man hört irgendwas und man guckt auf die Finger und denkt, was, und das soll jetzt richtig sein. Und ich glaube, das werden Sie gleich in den Variationen, es sind 8 Variationen, in jeder Variation so etwas hören, seien es die Flageolett-Töne, die abgegriffen werden, das Pizzicato. Vielleicht werden wir da merken, was es bei den Spielenden, aber auch bei den Hörenden für Auswirkungen auf die Sinne hat. Viel Vergnügen.
Ja, ich glaube, das war wirklich ein sehr sinnlicher Abschluss unseres heutigen Abends. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Gheorghe Ligeti. Das steht auch auf deiner Seite. Das heißt, die Viola besitzt eine eigenartige Herbheit, kompakt, etwas heiser, das haben wir eben auch gehört, etwas heiser, mit dem Nachgeschmack von Holz, Erde und Gerbsäure. Und ich dachte an ein Glas Wein. Und zu diesem Glas Wein, es kann auch Bier sein, glaube ich, ist das richtig, laden wir Sie jetzt ganz herzlich ein im Steinfoyer. Und ich dachte eben auch, Garth Knox, ob er wohl bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Variation ein Glas Wein getrunken hat. Also lassen Sie sich inspirieren bei Wein, Bier oder auch gerne Wasser. Und wir werden im Gespräch mal klären, ob wir heute alle das gleiche Konzert gehört haben. Ihnen ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Ausklang dieses Abends. Danke.